Das könnte natürlich auch wieder Einschränkungen im Kongress und was da alles noch dahinter liegt, liegen. Was aber auch Donald Trump theoretisch vorhat, ist Abschiebungen erleichtern. Er möchte das Geburtsortprinzip beim Erwerb der Staatsbürgerschaft ändern und einen Einreisestopp aus mehrheitlich muslimischen Ländern erwirken. Auch das sind Dinge, die er so ausgedrückt hat und die auch ganz klar so zu kritisieren sind, teilweise in ihren Punkten. Also ich sag mal so, schau mal, was er macht, ist, wenn du das mal ganz einfach anschaust, sehr viele Menschen, die jetzt da gerade zuhören, werden sicher den einen, anderen oder sogar mehrere Punkte finden, wo sie sagen, ja, da stimme ich zu, das stört mich auch. Er greift also die Sorgen, die Ängste der Bevölkerung auf und sagt, ich werde euer Heiland sein, ich werde euch helfen, damit das, vor was ihr Angst habt, dass das herumgedreht wird, dass das anders gemacht wird. Wenn ihr Angst habt vor einer Islamisierung des Amerikas, ich werde sofort dafür sorgen, dass diese gestoppt wird. Wenn ihr Angst habt, dass grundsätzlich zu viele Migranten kommen aus Südamerika, ich werde das stoppen. Wenn ihr Angst habt, dass anti-amerikanische Ressentiments im Land immer stärker werden, ich werde diese Studentenvisas widerrufen. Ja? Wer Angst hat vor Antisemiten, dass es immer mehr Antisemiten im Land gibt,